So, ja, das Thema heute Abend ist Erde. Das heißt, übersetzt heißt die Schule der Mitte. Also eine kleine historische, kurze historische Zusammenfassung, okay? Ja. Alles aufnehmen, bloß den Doppelkinn nicht, ja? Eine kleine historische Zusammenfassung über die Geschichte von Erde bzw. von Milz, Bauchspeicheldrüsen und Magen. Ja? Weil letztendlich, wenn man von Erde spricht, dann spricht man von dieser zwei oder drei Organe. Ja? Die Chinesen reden zwar nicht öffentlich von Bauchspeicheldrüsen, aber Bauchspeicheldrüse, Pankreas ist Bestandteil des Ganzen. Und es ist so, dass im 14. Jahrhundert gab es in China so drei wichtige TCM-Schule. Ja? Es gab nicht, was die Leute vielleicht sich vorstellen, eine einzigste TCM-Strömung. Sowas gab es eigentlich in China nie, hat auch nie gegeben. Es gab also unterschiedliche Traditionen, es gab vor allem taoistische Richtungen, ja? Weil ich meine, der Ursprung von TCM ist Taoismus, ja? Die Lehre Lao Tzu, was nicht theistisch geprägt ist. Ja? Und später kam noch dazu eine buddhistische Strömung, medizinisch gesehen, ja? Vor allem in den Shaolin-Klöster. Und was noch dazu kam, was sehr wichtig ist und was wirklich so China entspricht, es gab in China sehr viele Familientraditionen. Also es gab in China diese großen Tong oder großen Familien. Und jede Familie hatte auch und hat nur heutzutage, bloß nicht glaubt, dass sowas nicht mehr existiert, hatte so eine eigene TCM-Überlieferung. Und nicht nur so medizinische Überlieferungen, aber auch Kampfkunstüberlieferungen und so weiter. Zum Beispiel, wo ich in Chengdu war, dann ein ganz großer Meister, der ist jetzt, der arbeitet nicht mehr im Krankenhaus, also der hat bis ungefähr 76 Jahre alt noch im Krankenhaus gearbeitet. Ja. Die Chinesen haben ihm gebeten, bitte bleibt noch bei uns, weil wie ihr wisst, während der Kulturrevolution wurden viele große Meister umgebracht. Ja. Und das war ein von der letzten aus taoistischen, buddhistischen Richtung und auch ein großer Pharmakologe. Und er selbst war der Inhaber, der Vertreter von einer gewissen Richtung, auch also eine traditionelle Richtung. Also seine Familie wurde zum Beispiel wenig mit Akupunktur gearbeitet, sondern vor allem mit ganz dicken Bronznadeln, was man so Mörsernadel nennt. Das heißt, die haben tatsächlich damit die Punkte behandelt und nicht so sehr akupunktiert. Also glaub bloß nicht, dass es wehtat, das stimmt nicht. Also, was da gemacht wurde, ist, dass Qi, vor allem Energie, über diese Nadel übertragen wurde. Ja? Und das war seine Tradition und er hat übrigens mehrmals Kursanleitungen gegeben, wie man damit umgeht. Und es bestand eine Möglichkeit, in seine Abteilung zu gehen und das zu lernen. So wirklich was ganz Spezielles aus seiner Familie, eine Familienüberlieferung. Und sowas gab es in China, vielen Familientraditionen. Ja? Und im 14. Jahrhundert gab es in China drei große Schulen, drei ganz besonders große Schulen. Eine Schule war die Schule des Yin, das Pflegen, das Behüten, das Aufrechterhalten von das, was man das Yin nennt. Das Yin bezieht sich hier auf die Körpersäften, die Essenzen und so weiter, ja, und das Blut. Da gab es eine Schule, die Schule der Nieren, auch sehr berühmt in der Zeit. Ja. Und es gab auch eine Schule, die berühmte Schule der Mitte. Und der Vertreter dieser Schule war der berühmte und bekannte Meister Li Dongyuan, auch Li Gao genannt. Und der erste Meister, die Schule des Yin, war der Meinung, auch mit Recht, er sagt, das Aufrechterhalten des Lebens bzw. Lebenserwartung ist vom Yin abhängig. Ja. Ist das klar? Je älter man wird, umso geringer wird dieses sogenannte Yin-Anteil bei jeder von uns hier. Es löst eine Art der globalen Austrocknung des Körpers aus. Das ist das, was oft ältere Patienten sich klagen. Die Haut wird trocken, die Augen sind schmerzhaft und so weiter. Ja? Einfach der Flüssigkeitanteil, beziehungsweise das, was wir in der TCM, die kostbare Flüssigkeit, auf Chinesisch Qinye, und die Essenz wird Jahr zu Jahr immer geringer. Ja? Wohl gesehen, das Alter schon mit unter 20 anfängst. Ja? Vorher nicht. Ja? Vorher bist du noch sehr jung. Ja? Also laut der chinesischen Vorschrift, dann solltest du deinen Körper mit 120 verlassen. Ja, schön, ja? 120 und noch klar vorher, kleine Birne, ja? Nicht 120 und ja, so wirklich noch richtig funktionell.
Oder der Meister der Schule der Nieren sagt, ja, Herr Kollege, Sie haben wirklich recht, das ist wichtig, aber wer behütet das Ganze? Wer hält die Essenz zusammen? Ja? Wer behütet das hier? Das ist doch die Nieren. Dann haben wir doch recht. Ja? So die Nieren sind extrem wichtig. Das stimmt auch. Ich meine, die Nieren sind konstitutionelles Organ. Die Nieren speichern das, was man das vorgeburtliche Jing nennt, die Quintessenz, was die Chinesen nennen Yuan Shen, was vorgeburtlich, was von Vater und Mutter in der Zeit der Zeugung weitergegeben wird. Ja? Das heißt, wenn die Eltern gut beieinander sind, dann das Kind normalerweise sieht kraftvoll aus. Das ist doch so. Ja? Ich meine, ich sage es immer als Witz, wenn der Vater ist stark wie ein Gorilla und die Mutter stark wie ein Bär, ja? Das Kind ist zwar nicht hübsch, dafür stark. Man kann nicht alles haben auf einmal. Ja? Schönheit und Kraft. Und das hier, diese ganzen Konzentraten an Lebenskraften, dann wird in der Zeit der Zeugung abgegeben. Das ist der Funk des Lebens. Ja? Vater und Mutter gibt sich wirklich, also der größte Herausforderung ist da. Also jeder gibt den besten Anteil an seinem Jing. Aber ich meine, das ist sogenannte der vorgeburtliche Jing, was weiter gepflegt wird, nachträglich gepflegt wird mit Essen und Trinken während die neun Monate Schwangerschaft. So gesehen, das war richtig, was dieser zweite Meister sagte, dass die Nieren eine sehr wichtige und wesentliche Rolle spielen bei dem Aufrechterhalten des Lebenskraft, ja, und Langlebigkeit. Aber dann kam der Meister der Schule der Mitte, Li Dongwen, und sagte, Herr Kollege von der Schule des Jeden, Sie haben wirklich recht. Also die Körpersäften sind extrem wichtig, vor allem das Blut und die Essenz. Und Sie auch, Herr Kollege aus der Schule der Nieren, Sie haben auch recht. Die Nieren sind konstitutionelle Organe, ja? Und das Behüten und Bewahren der Quintessenz ist auch von großer Bedeutung. Aber welche Organ ist überhaupt für das Auffüllen des nachgeburtlichen Jing, für das Aufrechterhalten von Körpersäften, für das Aufrechterhalten des Blut und des Qi allgemein? Von woher kommt es dann? Das kommt aus dem mittleren Erwärmer, wie man es nennt, Zhongjiao. Das heißt, das kommt aus Milz und Magen. Milz und Magen sind für sogenannte die nachgeburtliche Produktion von Energie, Körperflüssigkeit und Essenzen zuständig. Es mag wohl sein, dass in der Zeit der Zeugung aufgrund von guter konstitutioneller Prägung von Vater und Mutter, dass das Kind mit starken Nieren zur Welt kommt. Es mag auch wohl sein, dass das Kind auf gute Zeugungskraft genug Yin hat. Aber es reicht nicht aus. Wenn das Kind nachher sich nicht vernünftig ernährt, dann geht auch dieses Essenz zugrund. Das heißt, wichtig sind nicht nur die Nieren, nicht nur die Körperflüssigkeit, das Blut, aber vor allem die Resorptionsorgane. Das heißt, der Verdauungstrakt. Hey. So die Schule in der Mitte eigentlich